die katholische Pfarrkirche zur heiligen Dreifaltigkeit in Dernbach ist um das Jahr 1300 erbaut worden. Die Wetzrillen rühren von daher, dass hier früher die Schwerter und Werkzeuge geschärft worden sind. Die Wandmalereien an der Ostseite des Chores wurden im Jahre 1880 entdeckt. Sie stammen aus der Erbauungszeit der Kirche, also um das Jahr 1300, und zeigen eine Weltgerichtsdarstellung, den Marientod und das Abendmahl. Hinter Dernbach findet sich ein Sühnestein aus dem 16. Jahrhundert. Sühnesteine wurden an der Stelle errichtet, an der ein Mensch gewaltsam den Tod gefunden hatte. Berg ist ja auch schön, du. Ja.
Es ist ein altes Besen- und Bürstenbinderdorf. Ach. Ja. Ja. Rundherum haben sie ja genügend Gesträuch dafür. Oh, eine Joggerin. Uiuiui. Das ist hier auch alles Pfälzerwald? Ja, alles Pfälzerwald. Auch wenn es schon im Landkreis Südliche Weinstraße ist. Ach, die Wanderer von vorhin, von der Kirche. Ja, oh ja.